Element, lateinisch Elementum, Grundstoff. Element in der Mathematik, mengentheoretisch ein Objekt aus einer Menge. Ein chemisches Element, ein nicht weiter trennbarer Stoff. Die Elemente als Teil des Wettergeschehens. Die Vier-Elemente-Lehre als Teil einer antiken Naturphilosophie. Die Fünf-Elemente-Lehre als Teil des chinesischen Daoismus. Lernpause. Vielleicht könnten wir die Elemente ein paar Fragen beantworten. Ich glaube, als erstes versuche ich es beim Wasser. Das scheint mir am freundlichsten. Wer bist du denn? Ich bin Tim. Und was suchst du hier? Ich glaube, Antworten. Weshalb bist du endlich?
Warum gibt es so viele Menschen, die nichts von mir haben? Wieso wirst du in Plastikflaschen abgefüllt? Wovon sprichst du? Wo kommst du eigentlich her? Aus der Realität. Dort wirst du permanent überwacht und kontrolliert. Du stehst unter Personenschutz, weil es so gefährlich für dich geworden ist. Du lügst doch. Das kann nicht wahr sein. Verschwinde. Hungersnöte, Krieg und Ressourcen, Verschmutzung der Pestizide. Das klingt traurig. Wo erkennst du nur diese Szenarien? Bei uns wird täglich davon berichtet. Deinem Planeten muss es ja schlecht gehen. Meine? Tut mir sehr leid. Meine? Du verstehst wohl nicht. Ach, egal. Na, kleiner Mann, was führt dich zu mir? Hast du kalt? Nein, eigentlich nicht. Dann tanz mit mir. Hey, ihr passt doch auf. Wieso brennst du die Regenwälder ab? Warum führst du zu Explosionen? Warum tanzt du nicht noch schneller? Warum springst du nicht noch höher? Du riechst so frisch. So gute Luft habe ich lange nicht mehr eingeatmet. Wie meinst du das? Die hohe Feinstaubbelastung macht uns ganz schön zu schaffen. Hohe was? Feinstaubbelastung. Staub? Dann kann mir gar nichts anhaben. Na dann. Dann gibt es halt keine Antworten auf meine Fragen. Vielleicht hätte ich besser diesen Empedokles gefragt. Alles Sein besteht in bestimmten Mischungsverhältnissen aus den vier Grundelementen bzw. Essenzen. Erde, Wasser, Luft und Feuer als Prinzipien des Festen. Flüssigen, gasförmigen und glühend verzehrenden. Dem Feuer wurde Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und Engagement zugeordnet. Wasser ist das sanfte Element, das nachgiebige und weiche. Das Element Luft ist quirlig, flexibel und veränderungsorientiert. Erde steht für das Festgefügte, das Starre und Beständige. Die spezifischen Eigenschaften der Dinge sind durch das jeweilige Mischungsverhältnis der vier Elemente charakterisiert. Er hat etwas von Feinstaub gesagt. Und von Waldbränden. Von Hungersnöten. Von Wasser in Plastikflaschen. Vielleicht sollten wir uns über seine Informationen Gedanken machen. Werden wir denn immer schwächer? Haben wir denn keine Macht mehr über das Sein? Funktionieren wir denn nicht mehr als Einheit? Vielleicht brauchen wir Verstärkung. Lasst uns Empedokles um Rat bitten. Hervorragende Idee. Empedokles! Weshalb ruft ihr mich? Wir haben von düsteren Szenarien gehört und wissen uns keinen Rat mehr, wie wir diesen Mächten entgegenwirken können. Von düsteren Szenarien? Feinstaubbelastung in Graz seit Jahresbeginn an 14 Tagen über den Grenzwert. April, schwere Überschwemmungen in Indonesien. 7. April 2021, Weltüberlastungstag, Welterschöpfungstag. Wie kann das nur passieren? Das ist für mich unvorstellbar! Das Polaritätsgesetz besagt, dass der Mensch nur in der Lage ist, die Welt innerhalb von Gegensätzen zu erfahren. Das bedeutet, dass alles, was keinen Gegensatz hat, für den Menschen nicht vorstellbar, nicht begreifbar und somit auch nicht lebbar ist. Alles, was ist, hat einen Gegenpol. Hätte es diesen nicht, könnte es nicht sein. Vielleicht fehlt euch ein wichtiges verbindendes Element. Wir wollen sehen, wie du bist. Wir wollen wissen, was du bist. Wir wollen spüren, wie du wirkst. Wir suchen dich.
Weshalb sucht ihr mich? Nicht dich. Bleib hier. Vielleicht kannst du uns weiterhelfen. Deine Informationen haben uns erschüttert. Wir versuchen, eine Lösung zu finden. Das klingt nach einem guten Plan. Wir suchen das fünfte Element. Das hat Bruce Willis auch schon versucht. Bruce wer? Ach, egal. Wir glauben, dass das fünfte Element uns noch fehlt, um die vollkommene Einheit zu bilden. Es ist die Quintessenz, die mächtigste Kraft. Sie soll auf und mit uns leben. Weißt du, was es ist? Wenn nicht einmal ihr es wisst, wie soll ich es dann wissen? Du hast so viel mehr Wissen als wir. Offenheit, Liebe, Wertschätzung. Ist er nun das fünfte Element? Ich glaube, in jedem Menschen steckt dieses fünfte Element. Eine Kraft, die jeder selbst aktivieren kann. Offenheit, Liebe, Wertschätzung. Offenheit, Liebe, Wertschätzung, Leben.